Der hat mal mich auch gefragt, hör mal, von deiner Sprache, von der Sprache, wie du redest, kommst du aus Bayern oder so? Ich so, Okay. nein, wieso? Ja, du hörst dich so an. Ich bin Sprachwissenschaftler. Okay. Mein erster Gedanke war, alles klar, jetzt weiß ich, warum du über eine Zeitarbeitsfirma bei der hier Teppichliga arbeitest, weil ich komme aus Polen. Also, dass es jetzt kein bayerischer Dialekt ist, das ist sogar mir klar gewesen. Keine, ich weiß es nicht, was da war. Auf jeden Fall war der auch um Meilen daneben. Der hat irgendwas hier Oh in Mann. Richtung Bayern gesagt. Ich weiß es jetzt nicht. Auf irgendwas aus Deutschland. Aber ja, wie gesagt, ich komme ursprünglich aus Polen. Dachte ich mir auch, vielleicht hast du einfach nur den Job verfehlt. Wahrscheinlich ja. Oh Mann. Ja, gibt schon solche Leute. Das ist einfach so. Hey Daria, Ja. machen wir so, letzte Runde, und wenn du nichts dagegen hast, dann sind wir noch bei FF14 so sprachlich dabei. Das könnt ihr gerne tun. Das werden wir auch einfach tun. Darfst du Wir gerne. Darfst du gerne. könnten uns ja auch darauf einigen, dass wir noch zwei Runden machen. Ja, aber da muss ich nach der Runde noch einmal ganz kurz, Das. da wo schon der Kaiser im Reichstag immer zu Fuß hingeht. Das darfst du dann gerne tun. Du hast sogar nicht, wohin ich will. Ich meine, die Kneipe nebenan. Solange Ich gehe nicht in du die mir was Kneipe. zum Ich habe Saufen meine mitbringst, Kneipe schon okay. zu Hause. Nein, wir haben hier keine Kneipe nebenan. Ist das aber so alles dicht? Ja. Ja, wie gesagt, ich habe meine Kneipe nebenan. Das ist mein Echt? zweiter Becher Jimmy Cola. Das ist mein zweiter Becher Jimmy Cola. Und ein Becher fast 3,5 Liter. Der läuft. Entschuldigung, drei Viertel. Drei Viertel. Und wir haben unsere Kneipe in der Garage. Ja? Ich habe meine Kneipe im Kühlschrank. Naja. Wie war das? Dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, hä? Genau. Ich wollte sagen, ich muss noch mal mit dem Sienchen raus, aber die ist am Pennen. Ja, Die die schnarcht mir so im Hintergrund die Ohren voll. Cleolein auch. Ja, die pennt Cleolein. bestimmt bei Papa. Ja, Cleo liegt bei Herrchen. Entweder im oder neben dem Bett. Je nachdem, wie unser König der Kater es zugelassen hat. Eine kurze Frage an euch beide. Kaya, vom Namen her, Kaya denke ich erstmal an Kaya-Jana, was für mich persönlich erstmal als Moslem Nein, abgestempelt wird. nein, überhaupt Nee. nicht. Ich hatte mich, ach Gott, das ist aber schon Ewigkeiten her. Also ich interessiere mich für japanische Musik. Nein, darum geht es nicht. Es geht jetzt, darum geht es nicht. Wenn wir jetzt das mal geklärt haben, weil dann hätten wir dann nämlich mehrere Kulturen. Okay. Glaubt ihr an Übernatürliches und solche Sachen? Oh. Oh, Und schwer zu sagen. zum Thema übernatürlich meine ich eigentlich alles, was man sich nicht erklären kann. Von Geister, Vampire, Werwölfe, Telekinese, alles, was eigentlich übernatürlich ist. Also, ich sag's immer ganz gerne so, ich denke schon, dass es Sachen gibt, die wir nicht erklären können. Woher sie stammen und welchen Ausmaß sie sind, das weiß ich nicht, aber ich denke schon, ja, aber das ist eine gute Frage, das ist so ein Spektrum. Also, wie gesagt, meine Meinung ist, es gibt garantiert Sachen zwischen, wir haben so schön Himmel und Erde, die man nicht erklären kann, aber ob welcher Natur die jetzt sind, keine Ahnung, da bin ich nicht so bewandt drin. Wie sieht es bei dir aus? VLP? Ich glaube, ich sehe es sogar ähnlich. Ich glaube, das Einzige, woran ich halt irgendwo glaube, so albern wie es klingt, ich habe ja keine Religion oder sonstiges, aber woran ich tatsächlich so ein bisschen glaube, kann man mich jetzt halt auf albern finden, aber ist tatsächlich so ein bisschen an Geister tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich an das Leben nach dem Tod glaube. Es ist aber halt so, dass ich zum Beispiel, wenn ich weiß, dass irgendwo jemand verschieden ist, habe ich zum Beispiel in diesen gewissen Räumen ein ungutes Gefühl. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das in dem Sinne wirklich halt mit Geistern ist, aber halt eher so. Ich Es kann. geht Richtung Paranormales. Ja.
Oder wenn man, zum Beispiel, wenn man komplett allein im Haus ist. Das hatte ich halt mal, da lagen die Katzen bei mir im Bett. Mein Freund war im Außendienst und da habe ich ja hier mal aufgepasst. Und dann passieren Sachen, die du dir nicht erklären kannst, obwohl alles aus ist, es ist niemand da und es passieren Sachen. Kann Zufall sein, kann aber auch was anderes sein. Das ist halt wie Kaya halt sagt. Also dieses, es gibt Sachen, die man halt einfach nicht erklären kann. Ja. Und was vielleicht auch irgendwo für manche Kulturen spirituell gesehen ist oder keine Ahnung. Ich kann es halt selber nicht erklären, aber ist halt auch so, eher so wie Kaya das sieht. Aber was ich halt wirklich so das Gefühl habe, wenn halt, wie gesagt, irgendwo jemand verstorben ist und dann vielleicht irgendwas davon vielleicht noch da sein könnte oder was halt draußen im Weltall noch ist. Weiß ich ja nicht. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen anderen Planeten, wo grüne Marsmännchen leben. Wer weiß es. Auszuschließen ist es nicht. Also, jetzt erzähle ich euch paar Sachen. Ich habe eine Halskette. Die habe ich jetzt Jahrzehnte. Ich habe die sehr, sehr über mehr als 10 Jahre nicht mehr getragen. Das ist ein Schutzanhänger. Den habe ich damals getragen und irgendwann habe ich den abgelegt und habe meine Frau geheiratet. An dem Tag, wo der Ehering durchgeschnitten wurde, ganz ehrlich, von der einen Pechsträhne bis zur nächsten, da ist alles schief gelaufen, bis ich den Anhänger wieder aufgesetzt habe. Jetzt ist wieder alles gut. Okay. Das ist zum Beispiel wie... Vor, Gott, wie lange ist das ja? 4 oder 5 Jahren jetzt. Meine Schwester sollte halt per Kaiserschnitt auf die Welt kommen und wollten halt am nächsten Tag dahin fahren und so weiter und so fort. Ich glaube, sie ist auf dem Samstag geboren. Und auf dem Freitag saß ich jetzt zu Hause, saß am PC, hab da alles Mögliche gemacht. Und plötzlich kommt halt mein Freund nach Hause und meint halt nur, dass sein damaliger bester Freund gestorben sei. Und halt durch ein Zugunglück, war betrunken und am nächsten Tag, ich glaube, er war gerade mal ein paar Stunden tot und meine Schwester ist halt ein paar Stunden später auf die Welt gekommen. Stimmt, und nee, das war auf dem Montag, wir haben es ein paar Tage danach erfahren. Und er ist halt an dem Freitag gestorben, in der Nacht von Freitag auf Samstag und meine Schwester ist ein paar Stunden auf die Welt gekommen, später. Und das ist dann halt schon so ein bisschen seltsam. Weil die Geburt meiner Schwester war nicht richtig geplant und der Tod natürlich auch nicht. So. Kann Zufall sein, kann aber halt auch wiederum was anderes sein, je nachdem, woran man glaubt. Man sagt ja so, wo Tod ist, ist auch Leben, ne? Wenn der eine stirbt, kommt der andere quasi, sozusagen. Und das war halt dann schon so der Moment, wo wir tatsächlich so kurzzeitig so gestutzt haben und gedacht haben, so, oh, ja, das ist blöd gelaufen, ne? Einer tot, der andere lebt. Ich weiß nicht, ob das so weit, wie weit das stimmt, weil ich kenne das nur vom Hörensagen. Als meine Mutter damals schwanger war, das ist alles in Polen gewesen und da war der Lebensraum knapp und wenig Wohnungen und kleine Wohnungen, hast nicht gesehen. Und die haben da wirklich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit 3 Generationen gelebt. Das ist heftig. Ja. Und meine Mutter war damals schwanger und die hat sich total Sorgen gemacht, wie das alles laufen soll und wie das funktionieren soll. Da sind schon 3 Generationen und jetzt ist sie auch noch schwanger. Und die Uroma meiner Mutter hat ihr gesagt, mach dir keine Sorgen, nicht mehr lange und es wird hier wieder Platz geben. Und wenige Tage nachdem sie gestorben ist, bin ich zur Welt gekommen. Krass, okay. Ja, schon heftig. Ja gut, in dem kann ich tatsächlich sagen, weil ich kenne eine Freundin, die arbeitet in der Altenpflege, die betreut sehr, sehr viele alte Leute, die sterben. Und wenn du ein gewisses Alter anscheinend erreicht hast, spürst du wirklich, wenn es vorübergeht. Okay. Die hat gesagt, die hat wirklich einige alte Leute, die sagen, wieder Michael. Ja, bitte machen Sie jetzt die Kerzen an und diese setzen sich ein bisschen zu mir, reden Sie doch mit mir, es ist gleich vorüber. Die Leute spüren wirklich, dass jetzt ihr Ende gekommen ist. Okay.
Das ist die Frage, also ich meine, hat man da jetzt, muss man da Angst vor haben oder nicht? Das ist auch so eine Frage. Ich persönlich bin ein Mensch, der weder an Himmel noch an Hölle glaubt. Das tue ich auch nicht. Jetzt pass mal auf. Ich glaube aber auch nicht an ein Leben nach dem Tod. Und deswegen habe ich seit meinem siebten Lebensjahr Angst vor dem Tod. Weil für mich persönlich, wenn ich sterbe, hört alles auf. Was war, bevor ich zur Welt kam und bevor ich gedacht habe? Nix. Was wird danach sein? Nix. Jetzt kommt das Furchtbare an der Sache. Als ich 11 war, hatte ich eine Cousine, die genauso alt war wie ich. Die wurde im Alter von 11 Jahren vergewaltigt und ermordet. Oh Mann, und das ist heftig. Ja, das erwähne ich jetzt nur, weil der Stream FSK 18 ist. Jetzt kommt der Knaller. Die ist mir dann an dem Abend, sie wurde tagsüber ermordet und nachts ist sie mir in einem weißen Kleid erschienen. Jetzt rate mal, mit 11 Jahren wurden sie beerdigt wurde. Mit ihrem Kleid? Mit ihrem Kommunionskleid. Okay. War das schon heftig. Ja, und das stellt für mich persönlich die Frage, woran soll ich jetzt glauben? Ja, das ist dieses ganze Glaubenssache, das ist, weiß ich nicht. Also ich persönlich, wie gesagt, ich bin auch, ich meine, auf dem Papier bin ich evangelisch, sonst verbindet mich nichts damit. Ich habe meinen Konfirmandenunterricht zum Beispiel abgebrochen. Ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, ich so, nimm mich da raus oder ich schwänze, weil ich glaube das einfach alles nicht. Ich bin wirklich kein gläubiger Mensch. Ich will auch keinen verurteilen, der es tut. Vielleicht ist das sogar manchmal in manchen Sachen gut, aber ja, weiß ich nicht. Es ist halt Ich weiß, was du meinst. Wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ich bin römisch-katholisch im Ruhestand. Das ist gut, ja, im Ruhestand. Ich lege gerade eine Pause ein oder so. Mein Glaube ist vorüber, ich bin im Ruhestand. Du hast mich jetzt hier nicht liegen gelassen, du Pisser. Da hab ich hier liegen gelassen, eiskalt. Warte. Warte. Achso, du sagst ja nicht, dass dir geholfen wird. Ich wusste nicht, ich komme mit der Taschenlampe sowieso nicht klar. Ich weiß nicht, wen man blenden kann und wen man nicht blenden kann. Blenden kannst du alles, ob es funktioniert, ist ja eine Frage. Nee, wurde gerade im Chat geschrieben. Ach so. Deswegen. Gott, wir haben erst einen Generator geschafft. Ja. Ihr seid die Helden der Nation. Nein, leider nicht. Wohl weniger. Die Noobs der Nation. Das trifft sehr. Also ich kenne die alten Dead by Daylight Folgen von Gronkh und... Nee, besser oder schlechter? Sag ruhig ehrlich, wir können das ab. Ja. So, wo ist denn mein Strick? Ach, da hinten hängt das schon gut. Ah, da hinten. Ihr solltet doch ein bisschen üben. Aber hey, ich weiß nicht, was mit den ganzen Patches über all die Jahre dazugekommen ist und was sich verändert hat. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das eigentlich eher so. Mir muss das Spiel Spaß machen. Ja, weißt du, ich versuche. Ich muss mich auch darüber mal aufregen können, so wie hier, aber ansonsten. Ja, wenn es nicht klappt, kann man sich immer darüber aufregen. Keine Frage. Also ich sag mal ganz ehrlich, man kann auch verlieren und trotzdem seinen Spaß am Ende des Tages gehabt haben. Eben. Also ich sag mal, mit ihr spiele ich es wirklich gerne, alleine würde ich es nicht spielen. Weil alleine sehe ich das mit irgendjemand, mit allen Fremden da, so sehe ich da keinen Sinn drin. Also wenn jetzt alle fremd wären, aber mit ihr, nö, das ist schon. Ey, hier bin ich, du Penner. Ups, das hat er wirklich genommen. So ein Arsch. Ich glaube, das ist auch so das einzige Spiel, wo es mich nicht stört, dass ich schlecht drin bin. Hallo, wie oft hast du schon so aus den dümmsten Zufällen irgendwie mal überlebt? Ja, das war aber nur Zufall. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich gut in diesem Spiel bin. Ich kann auch nicht sagen, dass ich hier weiß, wie welche Taktik funktioniert. Ist er noch bei dir? Nee. Ach,
Ach, lass mich ruhig ein bisschen hängen, ich genieße die Aussicht. Nein, nein, ich komme. Ich habe schon wieder das Gefühl. Nee, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja! Geh weg. Ist, ich sehe ihn doch. Üben, immer fleißig üben. Ja, das stimmt. Also ich habe, das Schlimme ist halt, ich habe zwar schon so viele Spielstunden in diesem Spiel. Ich spiele es auch echt gerne. Aber ich bleibe, glaube ich, blutiger Anfänger. Das, na gut, nee, nicht mal Killer. Nicht mal Killer kann ich gut spielen. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich besser werde. Irgendwann mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, sozusagen. da hinten ist. Da fällt mir gerade ein, du willst ja jetzt gleich Final Fantasy 14 wieder spielen. Ja. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ja. Wenn ich mir das kaufe, ich habe irgendwo mal gelesen, dass man irgendwie bis Level 60 komplett kostenfrei spielen kann. Und erst ab dann muss man bezahlen oder sowas. Ja. Aber das glaube ich. Echt? Ja, ist tatsächlich so. Du kannst es bis, ich weiß nicht, bis welchem Level kannst du es kostenlos spielen. Oder vielleicht sogar einen Monat kostenlos spielen und dann halt bis zu einem gewissen Level und danach musst du halt zahlen. Mhm. Also das stimmt tatsächlich. Da habe ich nämlich auch so gemacht. Ich habe es erstmal getestet, habe erstmal mein Soll quasi erfüllt. Und ja, dann geguckt, gefällt es mir nicht. Und ja, es gefällt mir. Also. Das kostet auch irgendwie 13 Euro im Monat oder sowas. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, genau. 2775 Stunden. Boah. So viel habe ich tatsächlich noch nicht. Weiß gar nicht. Wo 2775? In dem Spiel. In welchem? DBD. Also Dead by Daylight. Nee, könnte ich nicht. Ich habe gerade mal 106. Okay, ich bin da ja eher der Factorio-Mensch. Ich habe ja bei Factorio meine über 3000 Stunden mittlerweile. Oh, scheiße. Ich habe nicht auf euch geachtet. Wo hast du die meisten Stunden? Factorio. Okay, das sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Factorio ist. Nee, das war's. So ein Spiel, du stürzt auf einem Planeten ab, der von Außerirdischen besetzt ist, unter anderem, und du musst eine Fabrik aufbauen. Okay. Ja, zur Not einfach nur googeln und da findest du es ganz schnell, Factorio. Ja, mach ich gleich. Wenn ich aus dem Spiel raus bin, guck ich direkt mal nach. Das schaffe ich nicht. Du trägst mir nicht zu Luke, ja. Oder? Nein, ich glaube nicht. Okay, jetzt kann ich wieder. Factorio ist so, die ersten Items, die du craftest du von Hand. Aber je weiter du kommst, umso komplexer werden natürlich die Rezepte. Okay. Also fängst du das alles an zu automatisieren. Und je weiter du kommst, desto komplexer werden die Maschinen, die Rezepte und. Boah. Alter. Das ist so krank. Entschuldigung, dass ich gerade dazwischen rede, aber. Nee, mach mal. Alter. 5981 Stunden in Ark. Alter! Ja. Ja gut, er hat jetzt aber auch free to play mittlerweile. Ja, aber trotzdem! Ich liebe das Spiel. Aber mich hat es bis jetzt noch nie so hart dran gehabt in der Strippe, dass ich sage, okay, ich kann da so viel Zeit drin investieren. So ein. Okay, jeder hat seine eigenen Interessen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube. Warte mal, mein Spiel mit den meisten Stunden ist. Oh. Jetzt bin ich aber auch selber neugierig. Ja, ich auch. Ich weiß es mir jetzt selber nicht. das sind aber relativ also wenig. Ich weiß, bei mir ist es Factorio. Das ist keine Frage. Elder Scrolls Online tatsächlich mit 445 Stunden nur. Nur. Und. Okay. Ich glaube, auf der PS3 damals oder Xbox oder PS3 war Skyrim mit 800 Stunden.
Also bei mir weiß ich sogar anders. Bei mir müssten es, ist es Counter-Strike Source mit um die knapp, glaube ich, 2000 Stunden. Oh, Counter-Strike. Mit Shootern kann ich überhaupt nichts anfangen. Ja, aber damals. Bei mir ist an erster Stelle Factorio mit 3085 Stunden. Danach kommt lange nix. Und dann kommt Stardew Valley mit 431 Stunden. Boah. Boah, immerhin. Ja, danach kommt. Und da geht's mehr oder weniger so weiter. XCOM 2, 380 Stunden. Star Renegade, 270 Stunden. Final Fantasy 7, 219 Stunden. Stone Story RPG, 186 Stunden. Octopath Traveler, 171 Stunden. Graveyard Keeper, 166 Stunden. Final Fantasy 8, 64 Stunden. Final Fantasy 8, nee, Moment. Final Fantasy 13, 164 Stunden. Final Fantasy 8, 143 Stunden. Subnautica, 138 Stunden. Wir bewegen uns dann sehr lange im 100-Stunden-Bereich. Nicht schlecht. Das ist schon ordentlich. Ja, da sagst du, ich weiß nicht, ob das ich schlecht ist. Ja. Was schlecht ist, liegt im Auge des Betrachters. Nee, das ist ordentlich. Ja. Das ist in der Tat. Ja, ich spiele halt alles, was RPG oder so dieses Aufbau ist. Ich mag's einfach. Das liegt mir. Ist ja auch nicht schlecht, nicht? Also da, ja, Rollenspiele sowieso. Ja, Rollenspiele sind geil. Ja gut, mit FF13 bin ich nicht ganz so warm geworden. FF13 war schon geil. Ja. Es ist nicht. Ja, es ist in Ordnung. Wobei das sagen ja auch viele über FF12, also. Also Final Fantasy 13 ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Du musst dem Spiel wirklich allerdings eine 20, 25 Stunden geben, damit es losgeht. Ja. Und Gott, viele Gott. Haben einfach nicht diese Geduld. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das ist allerdings auch nicht, was auch. Ja, das ist auch sehr. Ja, ich glaube, das wird eigentlich auch ziemlich gehasst. Das ist hier Type Zero. Final Fantasy Type Zero. Ja, das habe ich zum Beispiel ganz, ganz schnell wieder ausgemacht, aber ich glaube, ich bin noch mit Vorurteilen rangegangen. Also, ich habe es tatsächlich relativ weit gezockt. Ich habe es überhaupt gar nicht gezockt. Ich habe es zwar in meiner Wunschliste, glaube ich, mal gehabt. Aber als ich dann die Bilder von dem Spiel gesehen habe, habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht so ganz das Richtige für dich. Ja, ursprünglich sollte das hier gar nicht rauskommen. Das war ja damals in Japan nur auf der PSP erschienen. Und dann haben sich dann wohl irgendwann doch dazu entschieden, dass, ich glaube, dann war es, sehe ich jetzt gar nicht, da muss ich jetzt echt lügen, das ist jetzt unter Vorbehalt PS3, PS4, keine Ahnung, oder für PS4 gibt es mir bestimmt, ja, und ich habe es dann irgendwann mal bei Steam gesehen und dachte, ja komm, holst du dir mal die. Es ist anders, aber ich finde es tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Aber es ist natürlich jetzt kein Vergleich mit, ich sag mal, einem der Spitzentitel. Also das, da erwartet, wenn man daran mit der Erwartung dran geht, oh, das ist jetzt ein Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 12 oder so. Nein. Was ich ja zurzeit gerne spiele, ist Tales of Vesperia. Also die Tales of Reihe. Ja, da waren wir doch gestern dabei. Ja. Oh, ich freue mich auch schon. Der neueste Teil kommt ja an meinem Geburtstag raus. Tales of Arise, glaube ich. Und das wird dann noch das Spiel sein, was ich direkt im Stream spielen werde. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wirklich direkt an meinem Geburtstag mit dem Spiel starten. Ja, hast du gesagt. Mhm. Stimmt. Das wird toll. Ja, oh Gott, ich habe nur den Trailer gesehen. Und ich dachte mir so, okay, das bestelle ich mir vor. Ist auch für nächsten Monat tatsächlich für mich vorbestellt. Dann da habe ich mir ja, schon das Geld zur Seite gelegt. Ja, ich will mir halt die Deluxe Edition holen. Also per Steam, weil die Deluxe, so kannst du nicht zahlen. Die kostet 200 Euro in materiell. Nein. Und das nur, um irgendwelche Figuren dabei zu haben, die ich eigentlich gar nicht brauche. Also klar hätte ich sie gerne, aber ich gebe keine 200 Euro fürs Spiel. Ein paar Figuren aus und ne,
Nee, das kann ich mir auch nachträglich noch machen. Für weniger Geld. Wäre es eine Final Fantasy, würde ich es machen. Ich kaufe mir überhaupt gar keinen. Nee, ich liebe die Final Fantasy Reihe, aber nicht mal für Final Fantasy würde ich mir was vorbestellen. Also bei Final Fantasy 15 habe ich auch nicht gemacht. Weil es mir halt auch schon vom Trailer und so nicht so ganz zugesagt hat. Nein, mein Problem ist einfach, das letzte Spiel, das ich mir vorbestellt habe, ich habe zum Beispiel damals SimCity geliebt. Ach stimmt, das war das, was du erzählt hattest. Oh, SimCity war großartig. Und SimCity 4 hatte zu Beginn seine ganz viel Probleme. Aber als ich damit angefangen habe, war es schon richtig gut. Und nach SimCity 4 kam wieder SimCity. Und dann holte ich mir das. Und boah, und das war für mich sowieso so eins. Ja, holte ich mir jetzt SimCity oder StarCraft 2 Heart of the Swarm? StarCraft. Ich habe mich tatsächlich für SimCity entschieden. Boah, das war so eine Enttäuschung. Okay. Und ich habe damals bei mir in der Stadt Saturn so lange Terror gemacht, bis die mir das SimCity wieder abgenommen haben und StarCraft dafür gegeben haben. Oh Mann, okay. Ja. Da hat mir der Verkäufer tatsächlich ganz privat gesagt, ja, eigentlich dürfen wir das nicht mit zurücknehmen. Ich so, ja, warum nicht? Ja, haben sie den Key eingesetzt? Ich so, ja, natürlich, sonst wüsste ich ja nicht, dass das Spiel nicht bei mir funktioniert, aus welchen Gründen. Aber es funktioniert nicht. Es war so verbuggt, es funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, außer das Betriebssystem neu zu installieren. Ja, bei uns war extra einer von EA ist vorbeigekommen und hat uns gesagt, wir dürfen partout die Spiele nicht zurücknehmen. Ich so, das ist mir scheißegal. Das Spiel funktioniert bei mir nicht. Ja. Ich glaube, ich stand da anderthalb Stunden und bin aus dem Laden nicht rausgegangen. Dann haben die irgendwann kapituliert. Geil. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel zurückgegeben. Ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, SimCity war wirklich das erste Spiel, was ich zurückgegeben habe. Es war aber auch ultra enttäuschend. Ja, SimCity habe ich nie so gespielt. Doch, ich für Super Nintendo das SimCity. Das fand ich geil. Ja, das für den Super Nintendo habe ich auch im Original noch in meiner Sammlung. Nice. Ja, ich habe über 160 Spiele für den Super Nintendo, alle Original mit OVP, Handbuch und was dazugehört. Okay, gut, da kann ich nicht mithalten. Nein. Das könnte ich viele. Nee. Also bei Originalverpackungen jetzt für den SNES habe ich tatsächlich Secret of Mana, Secret of Evermore mit diesen Big-Verpackungen. Ja, der Ratgeber. Das habe ich tatsächlich, die beiden habe ich noch original, die Ratgeber auch. Ja, und sonst, ich habe auch nicht viele SNES-Spiele. Ich habe auch mal irgendwann, das war immer mein Fehler, welche Verleihen nie wiederbekommen. Ja. Ja, die. Das ist der Grund, weswegen ich nie Spiele verleihe. Ja, verstehe ich. Die Big Box-Spiele habe ich alle, die damals in Europa rausgekommen sind, plus Earthbound. Okay. Ah, nee, sorry. Illusion of Time habe ich auch noch als Big Box. Dann glaube ich, gab es noch Super Metroid. Das habe ich jedoch nicht, weil ich weiß nicht, das hatte mir damals nicht. Ich kam damit irgendwie nicht klar. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht habe. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, und. Naja, ansonsten ziert meine Vitrine halt meine Final Fantasy Spiele und meine Lösungsbücher und ja. Sora, waren wir vorbei, ne? Achso, wo bist du denn? Sorry. Wieder zurückkommen. Hey, Mac Thomas, bleib stehen. Ich bin nicht Mac Thomas. Nee, aber ich hab den. Also, was die Big Box Spiele angeht, habe ich Terranigma. Oh Gott, nein, ey. Der ist ein Fernkämpfer. Terranigma, yo, das war auch richtig geil. Dann habe ich Secret of Mana. Secret of Evermore. Lufia. Mystic Quest, Super Metroid,
Illusion of Time. Ich habe auch die Big Box von Mario Paint. Ach, das war noch mit der Maus und mit dem Pad, ne? Richtig. Hm, sehr schön. Und ich habe auch die Big Box vom Gameboy Emulator. Die habe ich tatsächlich nicht mehr. Super Gameboy, den habe ich. Auch das Buch dazu, aber die Box habe ich nicht mehr, weil das damals, wo ich den SNES bekommen habe, war das damit drin. Mhm. Also es war nicht separat, aber das Buch dazu habe ich und ja klar, den Super Gameboy, da zocke ich ab und an gerne noch Pokémon Rot drauf, also im Fernsehen. Und was ich auch noch habe, ist natürlich, wie gesagt, Earthbound. Und Earthbound ist das teuerste Spiel in meiner Sammlung, dafür habe ich 630 Euro hingelegt. Boah. Das ist ordentlich. Hallo, mein Schnuckelchen. Gott, wie gern würde ich dich wieder spielen. Was hält dich auf? Er war 14. Und dass ich ein schlechter Killer bin. Du bist zu schlecht, um es im Stream zu spielen. Streamschein. Naja. Ach, hier, ja, ich hänge hier noch. Nee, aber Kaya, weißt du, was ich auch noch in der Big Box habe? Schieß los. Super Mario World. Das gab's in der Big Box? Genau das ist es. Guck mal bei eBay nach Super Mario World. Das kriegst du für den Zehner. Das kriegst du für 10 Euro überall. Oh, stell dich so an, du hängst gerade eh nur rum. Der Willen, ja! Alter, er rennt einfach weiter. Ja, nö. Wo hängst du denn? Ach da, ja, Entschuldigung. Ja, nö, du, man muss mir nicht helfen. Ich bin gleich beim zweiten Strich, aber ey, komm. Danke. Danke für nichts. Oh. Hallo, jetzt folgt mir doch mal. Ich hab doch ein Werkzeug, Sanikasten. Nee. Komm, ich reparier dich. Ja, ich stepp doch eh gleich. Du, ihr Wumpe jetzt. Mit null Leben funktioniert das nicht mehr. So, Kaya, pass auf. Das Super Mario World, das gab es bei fast jedem Super Nintendo zu Beginn dabei. Richtig. Richtig, aber nachher gab es Super Mario World nicht mehr bei jedem Super Nintendo. Dann war sowas wie Street Fighter dabei. Und die Leute, die sich das mit Street Fighter geholt haben, die wollten Super Mario World nachträglich holen. Also musste es in der Big Box produziert werden. Holst du dir Super Mario als Modul für als solches, kriegst du das für einen 10-15 Euro, kriegst du das. Willst du das als OVP haben, kannst du anfangen 80 Euro zu rechnen. Okay. Ja, und in der Big Box wahrscheinlich noch mehr, oder wie? Nee, Big Box gibt's gar nicht. Ich hab's ja halt nur in der OVP. Hab ich Big Box. Ach so. Ja, du hast Big Box gesagt, deswegen. Dann habe ich wie versprochen, tut mir leid. Macht ja nichts, alles gut. Wie gesagt, sobald du das in der OVP haben willst, zahlst du mindestens 80 Euro oder mehr teilweise. Okay. Na, das ist schon heftig. Ach, wo ich noch den Ratgeber habt, der ist aber schon ziemlich, zerfleddert. Ja, das ist von Super Mario Land 3 für NES. Aber der ist halt leider ziemlich, ich weiß nicht, der ist bei irgendeinem Umzug, hat ich weiß nicht warum gerade der, ist ja so in Mitleidenschaft gezogen worden. Tut mir halt auf, aber ich werde ihn auch nicht deswegen weggeben, also das ist er in meiner Sammlung. Ja, würde ich auch behalten. Ja, definitiv. Boah, du wirst nicht glauben, was ich für 70 Euro gekriegt habe. Was denn? Nein. Zelda, A Link to a Past in OVP. In OVP. Wow. Für 70 Euro. Das ist fast geschenkt. Mit Spieleberater, der aussieht, als wäre noch nie geöffnet worden. Ja, das ist aber echt geschenkt. Ja.
Ich habe gesehen, allein der Spieleberater kostet normalerweise schon 70 Euro in dem Zustand. Mindestens. Krass. Okay, da wusste jemand nicht, was er hat. Ja. Definitiv. Nee, das war Auktion. Ah, ach so. Das war Auktion und die ist einfach zu einer falschen Zeit ausgelaufen. Da habe ich einfach nur unverschämtes Glück gehabt. Ich habe mehr Glück gehabt, als ich verdient hätte. Warum? Das ist ja wie hier, Aldaria, mit deinem Legacy of Cain, also Soul Reaver. Ja. Sind die eigentlich auch echt, also ich habe ja selber nachgeguckt, übelst teuer. Ja. Ja. Ja, ich bin hier gerade, ich bin erstens halb tot, zweitens versuche ich hier den Generator zu machen. Ich bin gerade nicht ansprechbar. Okay. Warum ist Legacy of Cain so teuer? Weil die Reihe heutzutage kaum noch gespielt wird. Beziehungsweise die erste keiner mehr kennt. Und... Ja, vielleicht bin ich einfach nur alt, aber ich kenne Soul Reaver. Ich hab's gespielt, aber oh, ja, leck mich. Ja, Soul Reaver kenne ich auch, aber was war das, wo ich einmal bei eBay geguckt habe? Das Original Soul Reaver irgendwie... Boah, wo waren wir da? 900 Euro oder so? Nee. Garantiert nicht. Doch, irgendwie sowas war das. Ist ohne Scheiß. Was war das denn? Blood Omen 1 war's. Ja, oder Blood Omen 1. Die Soul Reaver. Also die anderen Teile sind relativ leicht zu bekommen. Blood Omen 1 ist. Ach, Blood Omen ist die Vorgeschichte von Cain. Ja, das kenne ich. Ja. Das habe ich auch. Ja, ich hab's auch. Ich habe damals einen Glücksgriff getan. Es hat damals, als ich es gekauft habe, hat es ja 700 Euro gekostet, tatsächlich. Und wir haben es nirgendwo günstig gefunden. Das günstigste war 200. PC ist sowieso unbezahlbar gewesen. Mittlerweile findest du die teilweise auch für 10er, tatsächlich. Aber damals, wo ich mit meiner Mutter geguckt habe, wir haben die nicht unter 100 gekriegt. Kannst du es vergessen. Boah. Und also mittlerweile geht's, glaube ich. Aber ich glaube einfach nur, weil die meisten es nicht mehr spielen und einfach nur loswerden wollen, glaube ich. Und nicht wissen, wie teuer es früher war. Das kann sein, ja. Ja, ich fürchte, das wird auch nur mit meinen ganzen Super Nintendo-Spielen sein. Für mich ist das allerdings keine Geldanlage, sondern wirklich Erinnerung. Ja, es kann sein, dass in 10, 20 Jahren oder in 40 Jahren die Dinger nichts mehr wert sind. Für mich ist es auch einfach keine Geld, für mich ist es einfach nur Sammeln. Ich will, es ist für mich. Und hoch. Stirb. Hallo, der Arsch zittert mir und lacht sich einen ab. Wie unfair ist das denn? Ja, das ist der Killer. Ich bin schon tot. Du bist tot? Ja, natürlich bin ich tot. Ich wurde ja hängen gelassen. Ich hätte ja noch ein Leben gehabt, aber nein, ich wurde ja hängen gelassen. Ich habe es überhaupt nicht gesehen, dass du hängst. Das hat keiner anscheinend gesehen. Ich hatte eben doch einfach nur Pech. Der Generator wäre beinahe fertig gewesen. Ihr wärt eventuell schon raus. Ich glaube, wir waren schon bei dem Thema. Jeder kriegt das, was er verdient, nicht wahr? Kaya hat mehr verdient. Was? Kaya, wenn ich jetzt gleich weg bin, weißt du warum? Die hat mich gekickt. Nein, Quatsch. Ja, alles gut. So ein Mensch bin ich nicht. Es gibt ja tatsächlich Leute, die solche... Ich weiß, du bist ein viel schlimmerer Mensch. Was? Bitte? Ja. Okay, warte. Ich revidiere das, was ich sagen wollte. Ne? Nein, Quatsch. Für meinen Humor, den ich öfters mal austeile, ne, für meine große Klappe, darf ich auch mal einstecken. Ja, nee, du kannst keinen Humor haben. Nee, tut mir leid, Humor ist ein männliches Gen, also... Was? Na gut, das Einzige, wo tatsächlich mein Humor aufhört, ist, ich verstehe keine Witze. Also, klar, so normal Humor wie... Kaio und ich das zum Beispiel machen, oder wenn Frisches dabei ist, das schon. Aber wenn mir jetzt zum Beispiel ein Witz erzählt mit drei Postboten, keine Ahnung was, ich kann dann darüber nicht lachen, das ist einfach... Nein! Ja, das haben wir am Wochenende gesehen. Ja, das ist für mich nicht witzig.
Ich und Frischens haben uns beömmelt und du sitzt daneben. Ja, weil das nicht witzig ist. Das ist so dumm und rassistisch teilweise. Darüber kann ich nicht lachen. Ich will den Witz jetzt hören. Ich weiß nicht, was wir da jetzt genau erzählt haben. Du kennst aber einige Witze. War mehreres, ja, aber kann ich jetzt hier nicht machen. So. Also ich habe bis zu einem gewissen Punkt habe ich einen wunderbaren Humor, auch wenn es halt um dieses Ein- und Austeilen geht. Einstecken und austeilen können. Das kann ich super. Da habe ich so viel Humor. Und auch wenn man zum Beispiel denkt, dass ich beleidigt bin, bin ich meistens halt wirklich nicht. Weil ich einfach mal Spaß draus mache und dann halt so sagt, okay, ja, dann ist das halt so. Und das ist dann halt für mich Humor, das finde ich witzig, das finde ich lustig. Aber wenn man mir jetzt einen Witz erzählt, ja. Nee. Ist nicht witzig. Nee. Ist einfach nicht witzig. So, ich logge mich jetzt hier mal aus. Was? Hallo, du spielst gefälligst noch weiter. Hallo, ich dachte, du wolltest jetzt FF14. Ja, du spielst aber jetzt trotzdem bitte hier nochmal deine Runde zu Ende. Nein. Ich bin noch zu Ende. Wem gucke ich denn jetzt zu? Hoppala. Ja, danke. Ja, schön, so passt du auf. Ja, ich habe nicht gemerkt, dass du tot bist. Ach, guck einer an. Ja, du hast ja auch nicht gemerkt, dass ich am Haken hing, also. Ja, war dir ja auch scheißegal. Das war mir nicht egal, ich hab's einfach nicht gesehen. War ihm nicht egal, das hat er einfach nur ignoriert. Ja, siehste, es kommt doch selber hinaus. Professionell männlich ignoriert.